Yo Freunde, was geht ab? Ich bin Smiley und willkommen bei einem neuen Video. Heute habe ich was ganz Besonderes und zwar werde ich heute zusammen mit Otto.de ein Raclette für alle Leute aus dem Haus zusammen machen. Dafür habe ich einiges vorbereitet und einiges bestellt und wir werden später den Tisch schön schmücken und dann werden wir entspannt zusammen Raclette essen später als kleines Weihnachtsessen. Ich werde jetzt erstmal die ganzen Pakete bei meinen Eltern abholen von Otto.de, weil ich habe die dahin bestellt und dann sehen wir uns gleich da wieder. Bis gleich! So. Angekommen bei meinen Eltern, stehen hier schon einige Pakete, wie ihr seht. Wir haben hier auf jeden Fall das Herzstück von dem Ganzen. Und das zeige ich euch jetzt noch nicht. Das zeige ich euch gleich alles drüben. Hier seht ihr auch schon, sieht alles so ein bisschen weihnachtlich aus. Das muss jetzt alles rüber. Let's go. So, angekommen, zurück im Haus. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt einfach mal alle Sachen, die ich bei Otto bestellt habe. Ich habe mir die alle hier unten hingestellt. Und werde euch jetzt mal zeigen, was ich da so habe. Ich würde sagen, wir fangen hiermit an. Wir haben einmal weihnachtliche Servietten. Dann haben wir 4 Kerzen für den Adventskranz. Ist natürlich wichtig im Dezember. Ah, eine Tannengirlande. Oh, mit Lichterkette. Perfekt. Das ist optimal. Die kommt nämlich später dann auch, sodass sie sich einmal über den Tisch zieht, damit das Ganze weihnachtlich und schön aussieht. Als nächstes machen wir mal das hier. Ich weiß schon, was das ist, weil hier oben ein kleines Loch drin ist. Wow, aber der sieht richtig nice aus und ich habe es komplett verkackt, fällt mir gerade auf. Oh no, oh nein, ich habe viel zu große Kerzen gekauft für diese Adventskranz. Das ist für Teelichter. Das kriegen wir schon irgendwie gelöst, das Problem. Hier habe ich einmal eine Riesenladung an roten Weihnachtskugeln. Ich habe in meinem Leben noch nie selber Christbaumkugeln bestellt. Aber jetzt habe ich einen ganzen Vorrat. So, jetzt kommen nämlich die beiden spannendsten Teile von dem Ganzen. Das hier ist eine Sache, die wollte ich schon immer haben. Damit werden wir nämlich später auch noch was Kleines, Feines machen für die anderen. Was schön Weihnachtliches. Direkt mal checken, ob der funktioniert. Ich muss das immer alles direkt ausprobieren. Hammer. Damit wird später auch noch was richtig Feines gemacht für die anderen. Und zu guter Letzt natürlich das Herzstück von dem Ganzen. Ein XXL Raclette Grill mit 12 Pfännchen. Das ist ein Mörderding. Ich glaube, das reicht tatsächlich fürs ganze Haus, damit jeder gleichzeitig Raclette machen kann. Okay, ich würde sagen, ihr seht eine Zeitraffer davon, wie ich das ganze Ding jetzt so aufbaue. Und dann sehen wir uns gleich wieder zur Vorbereitung von dem Essen fürs Raclette. Also, Timelapse, let's go! So, das hier ist jetzt unser fertiger Raclette-Grill. Der hat sogar hier oben noch so einen Hotstone drauf, worauf man Sachen braten kann. Feiere ich auf jeden Fall mega. Ja, das hier sind jetzt fast alle unsere Sachen, die wir für den Tisch haben. Bis auf die Tannengirlande und die Kerzen, die liegen jetzt noch hier unten. Damit werde ich aber später den Tisch schön decken. Und hier werde ich jetzt erstmal noch aufräumen. Und dann bereite ich alles vor und mache noch die kleine Überraschung, die ich euch gesagt hatte, die ich im Mixer mache. Und dann wird der Tisch gedeckt. Und dann essen wir später alle gemeinsam. Let's go! So, Freunde, ich habe einige Sachen vorbereitet hier, die hier alle stehen. Wir haben Tomaten, Mais, Garnelen, Pilze, Mozzarella, Raclette-Käse, normalen Butterkäse. Dann haben wir Paprika, wir haben Brot und wir haben noch Chicken. Und was jetzt hier gerade noch im Topf kocht, sind Kartoffeln. Das alles kommt jetzt aber erstmal noch mal ganz kurz zur Seite, weil ich werde jetzt die kleine Überraschung, von der ich vorhin erzählt habe, vorbereiten. Dann holen wir uns einmal unseren Mixer hier dazu. Dann machen wir das Ganze hier auf. Wir werden nämlich heute einen weihnachtlichen Smoothie machen. Dafür brauchen wir einmal eine ganze Packung Blueberries, tiefgefrorene Blaubeeren nämlich. Dann brauchen wir so ungefähr 100 Gramm zarte Haferflocken. In dem Rezept stand zwar drin Clementinsaft, aber ich dachte, wenn es ein Smoothie wird, dann ist doch viel nicer, wenn man frische Mandarinen nimmt, / Clementine. Wir machen 3 Mandarinen da rein. Dann kommen hier 2 Teelöffel Zucker mit rein. Für den weihnachtlichen Taste kommt hier auch noch ein halber Löffel Spekulatius-Gewürz mit rein. Und unsere Böhnchen habe ich ganz vergessen. Da schneiden wir die obere und die untere Seite einfach ab, holen die Kerne daraus. Und dann schneide ich das Ganze einfach in kleine Scheiben. Jetzt kommt hier der Deckel wieder drauf. Und dann auf die höchste Stufe. Und auf geht's. Ein wunderschöner Smoothie ist das geworden. Eine grandiose Farbe, riecht auf jeden Fall auch sehr nice. Hab gerade schon dran gerochen. Jetzt ist es an der Zeit, den Tisch zu decken mit den Sachen von Otto.de. Also let's go. Und danach kann gesnackt werden. Ich hab Bock. Bis gleich. So, wie ihr seht, seht ihr noch gar nichts. Wir haben einen leeren Tisch. Wir haben aber auch einige Sachen zum Dekorieren. Deswegen Timelapse. Let's go. Ach so, was ich ganz vergessen habe, euch zu erzählen. Ich habe natürlich bei Otto.de auch noch eine Tischdecke gekauft.
Und es ist echt gar nicht so easy, eine so riesige Tischdecke zu finden wie diesen Tisch. Deswegen war ich echt happy, als ich die hier gefunden habe. Ich bin gespannt, wie die jetzt hier drauf passt. So, wie ihr seht, ist mein weihnachtlicher Tisch gedeckt, da wir alle heute gemeinsam ein kleines vorweihnachtliches Essen machen. Und ich würde sagen, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch alle Leute aus dem Haus, damit wir entspannt gemeinsam den Abend ausklingen lassen können und essen können. Ich habe auf jeden Fall auch riesen Hunger und in diesem Sinne werde ich jetzt alle zusammentrommeln und wir sehen uns gleich nochmal wieder, wenn wir gemeinsam essen. Also, bis gleich. So, alles ist fertig vorbereitet, es sieht Hammer aus. Ich bin richtig zufrieden. Ich habe den anderen schon Bescheid gesagt, dass sie alle runterkommen können, dass wir gemeinsam jetzt essen. Ich glaube, die stehen auch schon alle vor die Tür. Seid ihr ready? Kommt rein! Kommt alle rein mit euch. Ich dachte so, in der Vorweihnachtszeit könnten wir auch alle einfach mal gemeinsam zu Abend essen. Und da ich weiß, dass ihr alle Raclette sehr liebt, habe ich mir gedacht, ich mache ein schönes Raclette für uns alle. Sogar Glühwein. Let's go! Ich hoffe, ihr seid alle zufrieden mit dem, was es gibt. Was ist das hier, Smiley? Ein Weihnachtssmoothie mit Mandarine und Blaubeere und Spekulatiusgewürz. Oh. Alles mit dabei. Wow. Für euch nur das Beste. Das Buffet ist eröffnet. Ihr könnt alle reinhauen. Ich setze mich direkt mal zu euch. In diesem Sinne möchte ich auch noch mal Danke an Otto sagen, dass ihr das alles möglich gemacht habt, dass wir ein so schönes Abendessen haben können. Ihr habt gesehen, auf Otto findet man alles, was man so an Geschenken sich vorstellen kann. Falls ihr noch das perfekte Weihnachtsgeschenk sucht, dann checkt auf jeden Fall mal Otto ab. Ist unten in der Infobox verlinkt. Gönnt euch, die haben echt alles. Hätte ich nicht erwartet. Aber alles ist am Start. Die Leute sind glücklich. Wir werden jetzt noch unser Abendessen genießen und uns einen entspannten machen. Ich will gar nicht mehr viel sagen. Prost, Mike. Prost, Sammy.